Rabbi prägte das Eintracht-Spiel wie kein anderer. Mit unserer Eintracht feierte er zwei DFB-Pokalsiege und den UEFA-Cup-Sieg 1980. Mit der Nationalmannschaft wurde er Europa- und Weltmeister. 151 Tore in 551 Pflichtspielen sind die beeindruckenden Kennzahlen seiner einzigartigen Karriere. Seine fußballerische Kreativität und seine Gradlinigkeit beeindruckten Generationen von Spielern und Anhängern und machen ihn zu einem prägenden Vorbild. Bereits zu Lebzeiten war das sportliche Vermächtnis von Jürgen Krabowski identitätsstiftend. Rabbi verkörperte wie kein Zweiter das Selbstverständnis dieses Vereins.